Die Schüsse auf fahrende Linienbusse, parkende Autos und Haltestellen im Raum Recklinghausen am vergangenen Wochenende, die sind jetzt offenbar aufgeklärt. Die Polizei nahm jetzt zwei junge Männer im Alter von 20 Jahren fest. Ihnen war sie durch anonyme Hinweise auf die Spur gekommen. In den beiden Wohnungen der Tatverdächtigen fanden sich umgebaute Softairwaffen und dazu auch noch gefährliche Stahlkugeln. Zerschossene Bushaltestellen, zerstörte Autofenster und Busscheiben. Es ist mehr als Glück, dass bei diesen Attacken niemand verletzt wird. Angst und Schrecken verbreiten unbekannte Heckenschützen am Sonntagabend in Recklinghausen und umliegenden Städten. Die ermittelnde Polizei erhält rasch entscheidende Tipps. Am Sonntagabend im Laufe der Fahndung hatten wir schon erste Hinweise, dass es sich möglicherweise bei dem Fluchtfahrzeug um einen Sportwagen handeln sollte. Gestern Abend ging dann bei uns per Telefon ein anonymer Hinweis ein und da kam der entscheidende Tipp auf einen BMW Z4. Diese Spur führt zu den Tätern. Wir haben gestern Abend zwei 20-Jährige festnehmen können. Der eine ist ein Schüler aus Recklinghausen, der andere ist ein Handwerker aus Recklinghausen. Die beiden sind gut miteinander bekannt, man könnte sie auch als Freunde bezeichnen. Bei jedem der beiden wird eine Softair-Pistole gefunden. Diese sind ab 18 Jahren dann frei verkäuflich, wenn sie keine große Schusskraft haben und nur Plastikkügelchen benutzt werden. In diesem Falle ist jedoch mit Stahlmunition geschossen worden. Ob dazu die Waffen manipuliert worden, wird derzeit untersucht. In diesem Fall war es ja so, dass mit diesen verschossenen Stahlkugeln nicht nur Scheiben durchschlagen wurden, sondern auch wirklich erhebliche Beschädigungen hervorgerufen wurden. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass das vielleicht eine Person trifft, dann sind solche Geschosse natürlich durchaus in der Lage, da auch Verletzungen hervorzurufen. Ihr Zerstörungswerk haben die beiden festgenommenen jungen Männer bei der ersten Vernehmung zugegeben. Allerdings konnten sie selbst keinen Grund für ihre Schießattacken angeben. Ob aus Langeweile oder weil sie zu viel getrunken hatten, das müssen nun weitere Vernehmungen ergeben. Auf jeden Fall wird sie das Ganze teuer zu stehen kommen. Wir haben eben Strafverfahren eingeleitet wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Sachbeschädigung und auch wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Dazu droht den Schützen noch ein zivilrechtliches Verfahren, in dem es um Schadenersatz geht. Über 50 angeschossene Autos, dazu drei beschädigte Linienbusse und zahlreiche demolierte Haltestellen. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch gar nicht abzusehen. Auf jeden Fall ist er erheblich.